Hallo ihr Lieben da draußen und Zul Zul, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Rags to Riches. Ja, in der letzten Folge haben wir schon mal ein bisschen Kohle gescheffelt und seitdem geht es uns auch ein bisschen besser. Und kurz vor Ende der letzten Folge hat uns dann hier der liebe Caleb zu einem Karaoke-Abend eingeladen. Und da das ja beim letzten Mal schon so super geklappt hat mit dem Singen, habe ich gedacht, sage ich doch mal direkt wieder Hallo und ich komme vorbei, ne? Nee, es ging mir einfach darum, noch mal ein bisschen mit Caleb hier in Kontakt zu treten, um den mal ein bisschen besser kennenzulernen. Denn wer weiß, vielleicht hilft uns das auch in der Zukunft noch ein bisschen weiter, ne? Und dann sehen wir auch mal wieder was anderes von der Stadt hier. Deswegen können wir mit dem mal ein bisschen quatschen, bevor wir eigentlich eh zu müde sind und wieder nach Hause müssen. Aber wir wissen, Caleb ist ja eher so, ne, die Nachteule. Der wird uns dann wahrscheinlich eh wieder relativ früh verlassen, sobald die Sonne erscheint. Deswegen ist es einfach mal ein schöner Hingucker, damit wir hier mal sehen, wie das so in der Nachbarschaft abgeht. Wow, und hier geht's schon richtig rund. Ist ja echt eigentlich total süß gemacht, ne? Dass hier die ganzen einzelnen Räume sind, in denen man Karaoke singen kann. So wie das ja auch im asiatischen Raum viel ist, ne? Boah. Kriegt man aber viel mit. Ich mache mal die Wände hoch, damit wir nicht... Oh, jetzt nimmt sie uns gerade den Raum hier weg. Ich wollte doch jetzt hier singen. Okay, lass mich mal schauen. Ist noch irgendwo was frei? Ist ja überall besetzt. Wie sollen wir denn jetzt selber hier Karaoke singen? Oben gibt es da nichts mehr, ne? Nee. Naja, dann gehen wir auch erstmal kurz zur Bar. Hinsetzen. Warten wir mal, bis hier vielleicht wieder was frei wird. Oh, ist das laut überall. So. Für Caleb vielleicht, aber das ist auch wieder unnötiges Geld, wenn ich dem jetzt was bestelle. Jetzt hört sich wieder so böse an. Ja, der hat sich natürlich erstmal einen Plasma-Drink hier bestellt. Das war mir auch klar. Machen wir ihm mal ein Kompliment. Boah, da ist aber echt hier ganz schönes Chaos mit den ganzen Sängern. Und ganz schön laut. Mal ein bisschen kurz rauszoomen. Haben wir hier irgendwas in der Nachbarschaft, was ich mir noch hier wegschnappen kann? Hier sind doch manchmal auch so Kartons zum Wühlen, die hier so rumstehen. Nee. Sieht jetzt nicht unbedingt danach aus, dass hier irgendwie viel los ist. Ah, es gehört aber eigentlich zum, ne, zu der Gelegenheit, wo ich jetzt gerade mitmache, dass ich einmal singe. Guck mal, so, das sind auch so einfache Dinge, ne? Die haben die zwar jetzt nicht so korrekt hier platziert, aber sowas wäre auch für uns im Baumodus gar nicht schlecht. Ne? Ist ja total einfach. Ein Pott mit der Agave rein, die wir eh schon im Baumodus haben. Und schon hat man einen anderen Effekt, aber naja, was will man machen? So, nochmal zurück hier. Und jetzt sind Räume frei. Ja, dann schnappen wir uns den doch mal direkt hier. Duett singen, Country mit... Weil das ja so gut passt, dass der Vampir Country-Musik singt. Ich würde es ja auch überhaupt nicht so machen, aber naja, bestimmt total lustig. Dann legt mal los, ihr beide, auch wenn ich ein bisschen fertig mit der Welt bin. Aber komm, zeigt mal, was ihr drauf habt. Es beruhigt mich gerade ein wenig, dass Caleb vielleicht auch nicht der beste Sänger ist, oder? Sehe ich das falsch? Aber wir haben Spaß. So richtig nach Duett hört es sich jetzt nicht an, wenn man mal ehrlich ist, ne? Aber immerhin, mal schauen, was die anderen hier gerade noch treiben. Ach, da schaut uns schon jemand zu. Ah, das ist der Prozess. Aber ich bin total glücklich. Mein Spaßlevel ist oben. Und wir machen hier die Nacht zum Tage. Das ist doch schon mal was. Juhu, bravo, bravo. Zugabe, Zugabe. Oder auch nicht. Naja, aber immerhin, das hat doch richtig Spaß gemacht. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum unser Balken hier irgendwie nicht hochgeht, aber naja.
Erkunde und erlebe die Stadt mit deinen Freunden. Ja, aber das machen wir doch. Muss ich ihr jetzt vielleicht zuhören? Ja, wahrscheinlich, ne? Oh nein, sie hat was ganz Dramatisches gewählt. Ich habe erfahren, dass Caleb arbeitslos ist. Ja, naja. Ist auch ein bisschen schwierig, ne? In seinem Zustand. Mal gucken, was haben wir denn hier noch? Über Interessen reden. Aber ich werde leider auch immer müder. Ich guck gerade nochmal. Wäre jetzt wahrscheinlich sehr dreist, wenn ich hier ein Nickerchen machen würde, ne? Ein Käffchen bestellen vielleicht, aber geht ja auch nicht. Kann ich mir eigentlich gar nichts... Ah doch, ich kann mir Getränke bestellen, aber es kostet ja alles. Mal schauen. Ein Mineralwasser, 5 Simoleons. Sag mal, habt ihr sie nicht mal alle? Ja, nee. Ja, sind ja auch eher so Cocktails. Lasse ich dann jetzt doch mal die Finger von. Aber wir haben auf jeden Fall Spaß. Wir hören ihr zu. Wir quatschen dabei ein bisschen. Beschämte Stimmung möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen, und wenn ich ehrlich bin. Und hier werden gerade die Schotten dicht gemacht. Sehe ich das richtig? Ist auch immer alles so duster. Und ja. Obwohl der Abend ja noch voll geht, ne? Ist ja ein bisschen komisch. Aber wir quatschen jetzt hier eine Runde. Aber ganz ehrlich, Caleb, ich würde eigentlich gerne jetzt mal langsam nach Hause gehen. Noch mehr Karaoke anhören ist vielleicht auch ein bisschen schwierig hier. Und ich würde gerne mal eine Runde schlafen. Ich meine, ich war es ja selbst schuld, dass ich überhaupt so spät noch raus bin. Wurde hier der Strom abgedreht oder was ist hier das Problem? War da eben nicht so duster, oder? Ich guck gerade mal, aber Wände sind ja hier eigentlich auch drin, ne? Auch wenn das so halb offen ist. Ja, das kann natürlich daran wieder liegen, ne? Weil das Grundstück so offene Eingangsbereiche hat. Dass es dann so ein bisschen komisch aussieht. Aber das Komische ist mit meinen Freunden erleben, also ich hätte wahrscheinlich wirklich noch andere einladen müssen, ne? Damit wir wirklich mehr Leute hier haben. Aber so eine Gruppe gründen ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überflüssig, weil ich einfach schon halb hinüber bin. Warten die hier schon auf uns, die beiden? Boah, hier ist ja richtig was los. Verstehe ich gar nicht. Als ich eben gesungen habe, war hier nicht so viel los. Aber wir haben es ja gleich auch geschafft hier. Kann ich nochmal zum Ende einen raushauen? Kann ich das machen? Ah nee, da warte ich schon. Boah, ist das hier der einzige Karaoke-Raum? Hier ist ja richtig voll. Ich hätte nochmal ein Duett singen sollen. Kann ich nicht mit... Oh, hier mit meinem Möchtegern-Spike wäre doch mal ganz lustig. Komm, nochmal zum Abschluss hauen wir hier einen raus. Und schon gehen alle. Ich verstehe das. Ich hab den Wink mit dem Zaunfall verstanden, Leute. Hier, Möchtegern-Spikey-Boy. Oh, nö. Ich möchte es auch nicht mehr. Tut mir leid, Spike. Ich habe mich dann doch nochmal in der letzten Sekunde dagegen entschieden. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist auch gleich alles hier vorbei. Und dann kann es nach Hause gehen. Und das haben wir jetzt wahrscheinlich nicht so den Erfolg hier bei der ganzen Runde, aber... So, ja, haben wir das hinter uns gebracht, dann können wir ja schön nach Hause gehen. Wir sind nämlich auf Fix und Foxy. Also war da trotzdem mal ein kleiner, lustiger Ausblick hier darauf, wie es sein könnte, wenn wir mal ein bisschen mehr Zeit für unsere Freunde haben. Aber jetzt war ich einfach viel zu sehr hinüber. Jetzt laufe ich hier auch morgens kurz vorm Morgengrauen nach Hause. Und werde mir erstmal eine Mütze Schlaf gönnen, ne? Sonst geht das ja alles hier noch mehr schief. Aber das Gute ist einfach, dass der Rabatttag jetzt immer näher rückt, meine Lieben. Wir müssen ja auf jeden Fall schauen, dass wir da richtige Schnapper machen. Aber ich würde heute noch mal gerne Kohle scheffeln an dem Tag. Auf jeden Fall erstmal eine Runde schlafen. Und da werde ich auch jetzt mal hier den Schnellmodus einstellen. Und wenn wir nämlich dann frisch und ausgeschlafen aufspülen... Habe ich nicht gespült? Oh, Flohmarkt. Im Flohmarkt können wir uns natürlich auch günstige Sachen holen, ne? Da sind die Sachen ja auch günstiger.
Hey, du hast einen ziemlich guten Geschmack. Hast du Lust, mit mir auf den Flohmarkt nach einer schönen Deko für meine Wohnung zu suchen? Sonst gerne, Caleb, aber heute habe ich leider was anderes vor. Können wir bestimmt dann nochmal in der Zukunft irgendwann machen. So, was ist jetzt das Problem hier? Warum wollt... Ach du, ich muss auf Toilette. Ja. Spülen und verwenden. Die Freilufttoilette hier. Sehr schön. Und eigentlich nochmal kurz ein Nickerchen hinterher zimmern, weil ich möchte eigentlich komplett ausgeschlafen sein. Eingehende SMS. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Caleb Vitore angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Finde ich auch. Das ist netter. So. Und wir haben ja noch Essen im Kühlschrank. Und zwar hier die Veggie-Burger. Da nehme ich mir dann gleich erstmal ein Gericht von. Schön zum Frühstück. Hey. Ja, ist doch schön, dass ihr alle den Caleb mögt. Kriege ich ganz viele SMSen. Das ist ja schon mal schön. So. Wetter scheint ja heute bedeckt zu bleiben, aber dann trotzdem warm. Oder haben wir noch andere? Nee, okay. Bleibt bewölkt, aber ist in Ordnung. So, und dann können wir hier richtig frisch in den Tag starten. Mal gucken, was hier hinten noch irgendwie in der Nachbarschaft rumfliegt. Rosenstrauch. Ah, ihr habt mir auch irgendwie noch eine andere Ecke vorgeschlagen in der Nachbarschaft, wo auch noch Sachen zu finden sind. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Ich meine, hier sind ja viele Sachen, die einfach noch nicht da sind, ne? Das ist ein bisschen schade. Hier sind genügend kleine Häufchen, die mir aber noch nichts bringen, ne? Ich meine, ich weiß, dass im Park zum Beispiel, da am Teich, da können wir auch wieder Frösche suchen gehen. Das wäre auf jeden Fall auch eine Idee. Mir wurde auch vorgeschlagen, das war auch eine klasse Sache, das wussten auch einige von euch nicht, dass man in der Bibliothek sich die Vampirbücher kaufen soll. Also beziehungsweise, ich glaube, Band 1 reicht erstmal. Und dann kann man das, glaube ich, hochleveln auf die dritte, vierte Fähigkeitsstufe, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und danach kann man Objekte in Plasma umwandeln und das dann teuer verkaufen. Wer hat denn hier Schmuddelei vor meinem Eingangstürbereich gemacht? Sehe ich das richtig, dass ich eine Mülltonne direkt vor meiner Haustür hatte und das jetzt erst gecheckt habe? Sag ich jetzt mal nichts zu. Sag ich jetzt mal gar nichts zu. Nee, den Müll kann ich leider so nicht wegräumen. Ich vergesse auch immer, mich mal wieder anzuziehen, bevor ich hier losstehe. Kostenloses Essen. Kostenloses Essen. Ah, ich ziehe mich heute mal so an. Hallo, wer bist denn du? Der Maurice. Wie sieht denn das aus? Kann ich mir mal hier so weglegen, das Essen? Danke. Ein bisschen dreist vielleicht, aber wie? Warum geht das jetzt nicht? Weglegen. Sagen Sie. Ja, ich kann dir sagen, wohin. Kann ich das nicht in meinem Inventar platzieren? Das gehört mir nicht. Ja, das weiß ich auch, aber ich werde mir jetzt ein paar Lunchpakete daraus machen. Hör mal, da glaubst du mir aber. Jetzt fange ich aber an zu grillen. Hör mal, heute hier 6er im Lotto. Mal ein paar Lunchpakete machen und die werde ich dann auch in den Kühlschrank packen. Inventar platzieren. Ups. Inventar platzieren. Ja, komm. Macht sie das jetzt nicht? Ach, jetzt macht sie erstmal alle Packs und dann Inventar. Im Inventar. So. Und dann kann ich die nämlich noch schnell in meinem Kühlschrank bunkern gehen. Boah, heute ist aber echt hier duschter gewesen. Man merkt ja fast gar nicht den Übergang. So. Und alle in den Kühlschrank. Oh, das ist auch sehr gut. Eine mysteriöse Zeitkapsel habe ich auch wieder dazu gelernt. Nicht öffnen, lieber direkt so verkaufen, ist die Mehrwert. Vielen Dank auch nochmal für diesen Tipp. Das wusste ich nämlich auch nicht. So, Inventar platzieren. Und wo könnten wir denn noch mal ein bisschen mehr Kohle scheffeln? Mit den Fischen könnte natürlich auch gut sein, weil wir einfach
Ich würde einfach aber auch mal gerne was anderes machen. Nur ist ja der Tag jetzt schon wieder fast vorbei. Pass auf, dann machen wir das anders. Wir angeln uns jetzt hier nochmal die Finger wund. Denn es ist ja jetzt der Tag schon wieder fast vorbei und nachher machen dann wieder die öffentlichen Räumlichkeiten alle dicht. Und dann würde ich, wann fange ich morgen an zu arbeiten? Direkt nach der Arbeit vielleicht morgen mal in die Bibliothek fahren. Es kommt darauf an, je nachdem, wie es uns ja geht, ne, damit wir da wirklich auch nochmal richtig was von haben. Denn das interessiert mich schon mit dem Plasma. Das wäre vielleicht eine neue Möglichkeit, die uns da nochmal entgegenkommen würde. Fand ich nämlich sehr interessant. Also das fand ich wirklich sehr cool von euch, die Idee. Jo. Ich hätte gerne einen großen Thunfisch und einen Lachs. Den Lachs habe ich gehört, den kann ich auch so auf den Grill hauen. Ja, das sieht ja nicht sehr groß aus. Ein guter Fang, ein Barsch. Alles klar, vielen Dank. Wert 9 Simoleons. Ja, ganz großes Kino. So, 6 Stunden bis verdorben. Ja, das werden wir uns vorher noch reinpfeffern. Der Barsch. Ist ja schon mal gut, dass Fische eigentlich nicht vergammeln. Irgendwas Schräges geht gerade bei den Ruinen vor sich. Sollen wir mal nachsehen? Ja, ich weiß, was da los ist. Es ist auch zu verlockend. Annehmen und Sims zum Mitreisen wählen. Mal gucken. Können wir denn noch irgendjemanden mitnehmen? Haben wir denn schon jemanden, der uns mehr als mag? Ne? Nein, natürlich nicht. Den Brand würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Möchte gern. Spikey Bear Björn wollte sich eh mal treffen. Er hat sich heute auch gemeldet. Und von den Mädels. Ach komm, wir nehmen die mal alle mit und dann gucken wir mal, wie das da so lübt. Eine große Truppe, die einfach zu den Ruinen fährt. Ich denke mal, das ist wieder diese typische Party, die da heute abgeht. Aber dann sehen wir halt mal wieder was anderes. Und wir müssen uns ja ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir ja an den jeweiligen Community-Lots noch geheime Eckchen, wo wir mal was von haben. Ne? Das kann ja auch sein. So. Da sind wir wieder. Hier steppt der Bär. Dann würde ich sagen, Leute, zusammen tanzen. Wir machen die Nacht zum Tage. Ich habe ja nicht meine Partyklamotten an, aber. Stimmung! Party, Party! Wow, ich lege aber ganz schön los hier. Und ganz vorne der Mortimer. Ist das experimenteller Dubstep? Das ist unsere bekannte Musik. War es das jetzt schon? Ah ne, ich dachte schon. Hype, Hype, Hype. Whoop, whoop. Haben auf jeden Fall alle hier richtig Spaß an den Backen. Das ist doch schon mal klasse, oder? Super. Wen haben wir denn hier alles? Boah, hier sind echt viele Leute. Ich meine, ich habe ja auch sehr viele eingeladen. Aber das sieht natürlich schon klasse aus. Was kann ich denn hier noch auswählen? Steuerung, finde ich immer. Spezialeffekte. Nö, da finde ich immer ganz cool, wenn die alle sind. Lautstärke einstellen. Mittel ist auch okay. Der Mortimer. Ich glaube, der kennt mich auch noch nicht. Ne? Mit dem könnte ich vielleicht auch mal eine Runde quatschen. Aber ich bin ja so im Dance-Modus hier. Es gibt auch keinen besseren Platz in der Diskothek, als vorne am DJ-Pult eine Unterhaltung zu führen. Kann man bestimmt total gut bei der Lautstärke. Nämlich gar nicht. Ups, jetzt habe ich ein bisschen hier. Ich fordere, glaube ich, jetzt auch mein Spiel hier heraus, ey, meine arme Performance. Wup, aber ist eigentlich ganz cool. Die quatschen jetzt und gleichzeitig tanzen die, ne? Ups. Versuche mal so eine coole Einstellung für uns hier zu finden mit der. Das ist gar nicht so. Das ist immer das Geilste mit den Handys. Yeah, fühl die Stimmung, den Spirit. Ich krieg's irgendwie nicht so schön hin. Ich hätte gerne alle mal im Bild. Mit der Partystimmung hier. Mit dem DJ halb drauf. Der Morty. Aber ist auch schwierig. Aber wir haben auf jeden Fall Spaß an der Backen. Aber wir machen natürlich kein Geld, Tanja. Ich weiß. Ich weiß. Aber ein bisschen Party muss ja auch mal sein. Wir gehen ja gleich arbeiten. Ich gucke mich jetzt mal ein bisschen an den Ruinen noch um.
Finden wir hier noch irgendwas? Ich weiß, hier ist der Woohoo-Busch. Da ist da was. Da ist doch, ich habe da was gerade gesehen. Erdbeeren, ja, aber die sind auch noch nicht. Ich glaube, aber waren Erdbeeren nicht immer? Nee, Frühjahr, glaube ich, ne? Ist ja eigentlich bei uns im realen Leben auch so. Ist hier nichts irgendwie? Rosenstrauch. Ist das, habe ich nur das Gefühl, dass es bei mir ist, aber müsste nicht hier mal eigentlich alles mal anfangen, so langsam zu wachsen? Ich habe das Gefühl, bei mir kommen die Sachen irgendwie alle nicht hier zur Pötte. So, wartet mal, wie weit kann ich denn hier noch gehen? Mhm. Hier unten sieht es ja auch immer cool aus. Oh, was ist das denn? Zwiebelpflanze ansehen, ja. Weil das war eigentlich auch eine mega geile Idee von euch. Ja, sammel die Sachen ein und pflanz sie auf deinem Heimgrundstück wieder ein, anstatt sie zu verkaufen. Das ist eigentlich voll die mega gute Idee. Es ist nämlich auch nicht gegen das Regelwerk der Challenge. Aber ich müsste ja erstmal irgendwie was finden hier, ne? Guck mal, das ist auch so cool gemacht. Wenn das wirklich noch so ein geheimer Eingang wäre, wäre das mega cool. Aber leider nein, leider gar nicht. Boah, hier ist noch nicht mal, hier ist was zum Graben. Ja, Heidewitzka. Komm, wir machen mal ein bisschen Halbende. Vielleicht finde ich ja was Besonderes hier. Lilienpflanze, das wäre nämlich auch gut, wenn ich nämlich die Blümchen dann auch zu Hause einpötte. Aber, ja. Bisschen schwierig alles, wenn hier nichts gedeiht. Ist wirklich nicht einfach. Und ich dachte eigentlich, dass ich hier vielleicht noch irgendwas Besonderes finde. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich meine, wir können hier wenigstens ein bisschen graben, das ist schon mal was. Aber sonst ist alles noch winzig. Hier auch, oder? Den Apfelbaum ansehen, ja. Bringt uns alles nichts. Hier können wir graben, oder? Ja. Also buddeln können wir schon mal. Wenn wir auch nichts können. Aber buddeln können wir. So. Ah, hier ist noch ein Fröschlein. Superschön. Sehr gut. Toilette kann ich den Baum dann direkt danach noch benutzen. Hör mal, herrlich. Das passt doch alles hier super gut zusammen. Komme ich denn jetzt hier mal langsam angewatschelt? Kriegen wir das auch noch mal irgendwie mit einer schöneren Kameraeinstellung hin? Aber ist immer schwierig auf diesen Grundstücken hier. Sie möchte mich auch gerade irgendwie nicht anpeilen. Hallo. Ich möchte eine schönere Kameraeinstellung. Dankeschön. Ja. Zum Beispiel, das war auch, glaube ich, einmal wurde das gesagt, dass man dann auch die Blumen quasi dann später verkaufen kann. Und man könnte auch einen eigenen Laden zu Hause aufmachen. Da habe ich noch ein bisschen Schiss vor. So Selbstständigkeit dann hier im Spiel. Weiß ich noch nicht, ob ich mich das irgendwann traue. Wäre natürlich auch eine interessante Sache, weil wohl das Grundstück, das Gewerbegrundstück jetzt nicht allzu teuer ist. Ne, können wir ja hier machen. Aber ja, das ist noch so die Frage. Wir müssen auf jeden Fall einfach noch genauer rausfinden, an welchen Orten potenzielle gute Sammelstellen sind für Objekte. Das ist einfach schon mal so eine Sache, die hilfreicher wäre. Jetzt haben wir hier zwei Fossilien gefunden. Die müsste man auch extrahieren dann. Wie sieht es mit dem Essen aus, bevor das hier abläuft? Eine Stunde und ja, dann müssen wir gleich erstmal das Lunchpaket auspacken. Tipp, 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 klopf, klopf. Ja, weiter geht's. Ja, freust du dich, ne? Eine Kapsel, sehr gut, die können wir direkt verscherbeln. Mit den Fischen, die sind ja wirklich nicht viel. Da kann ich das echt nochmal versuchen, nachher mit dem Kühlschrank nachschauen, ob uns das was bringt. Das wäre auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Und wir haben dann ja schon Rabatttag, meine Lieben, Rabatttag. Der fängt, wann fängt der an? Hä? Ah, da, ich dachte schon. und Hitzewelle heute oder was? Eieiei, und ich habe kein Dach über den Kopf. Da kommt vielleicht ganz gut, ne? Aber ich kriege für den Betrag noch kein Dach über den Kopf. Sonst müssen wir uns zur Not dann wirklich heute irgendwo, ich meine, wir sind ja fast den ganzen Tag auf der Arbeit. Aber die nächsten Tage sehen ziemlich heiß aus. Dann müssen wir uns vielleicht irgendwo unterbringen. So, der Rabatttag geht um 6 Uhr los. Sehr schön. Ja. Ereignis, triff ein Star. Ja, habe ich leider keine Zeit für, weil ich arbeiten gehe. Gut.
Das wäre vielleicht auch nochmal eine Sache, die fällt mir gerade so ein. Habt ihr vielleicht einen besonderen Feiertag, den ihr in eurem Spiel selbst hinzugefügt habt, der also nicht existiert, aber den ihr dann quasi erstellt habt, der uns vielleicht auch gefallen könnte hier im Spielverlauf? Wie meint, also meint ihr, da wäre vielleicht irgendwas Potenzielles dabei? Könnt ihr ja gerne mal kommentieren. Würde ich nämlich wirklich sehr interessant finden. Denn manchmal kommt man ja auf so ein paar Ideen. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe mein Ostern im Spiel immer total selbst so eingestellt. Und ja, mit den Tagen des Monats müssen wir uns noch so ein bisschen überlegen. Da habt ihr jetzt nicht so viel dazu gesagt, ob wir jetzt bei den 28 bleiben, 14 oder 7 machen. Ich meine, 7 fällt für mich eigentlich raus. Ich würde, glaube ich, wirklich gerne, ja, schauen, dass wir, wenn, also zwischen 14 und 28 Tage bleiben. Aber ja, könnt ihr ja mal so kommentieren. Ja, das schmeckt doch schon mal sehr gut. Und ich glaube, wir, oh Gott, wir müssen nochmal gleich auf jeden Fall nochmal kurz nach Hause, bevor wir zur Arbeit gehen, damit wir duschen können. Und die Tanzparty, die geht ja echt hier, boah, bis morgens um 5 oder was? Party hard. So. Aber die mampft aber auch lange an ihrem Essen rum. Also das finde ich manchmal mal so ein bisschen übertrieben mit den Zeiten. So, dann gehen wir schön bestäuben hier. Dann nehmen wir den Frosch noch mit und dann jetzt ab nach Hus, bevor wir dann wieder arbeiten müssen. Möchte sie den Frosch nicht nehmen? Ja, doch. Muss ich mal gucken, wie das da mit dem Kreuzen der Frösche geht. Bin ich ehrlich, weiß ich jetzt gerade nicht. Wäre aber auf jeden Fall interessant auszuprobieren, denn ihr sagt, dass es dann auf jeden Fall mehr Kohle gibt. Das ist ja auf jeden Fall auch schon mal sehr gut, denn darum geht es uns ja hier im Spielchen, ne? So. Ich hoffe wirklich, dass wir heute eine gute Leistung mit nach Hause bringen von der Arbeit. Da sind wir. Dann gehen wir nochmal schnell duschen. Dampfende Dusche. Wuhu, Rabatttag. Yay. Sehr gut. Einkaufsrabatt. Nur heute erhältst du auf alle Objekte im Baumodus 10% Rabatt. Kaufe ein Objekt im Wert von mindestens 500 Simoleons, um diese Tradition abzuschließen. Der Rabatt wird im Haushaltsbudget im Laufe der Woche gutgeschrieben. Im Laufe der Woche erst? Aber das heißt im Baumodus. Ich dachte, der Rabatttag geht auch auf den Kaufmodus. Wir brauchen da eigentlich noch gar keine Sachen aus dem Baumodus. Kann mir noch keine Wände leisten. Okay. Rein theoretisch, wenn wir unser Gehalt heute nach Hause bringen. Müssen wir das eigentlich machen? Der geht bis wie viel Uhr? Bis nachts. Ja, nee, dann würde ich sagen, warten wir erstmal unser Gehalt ab, oder? Das wird auf jeden Fall dann besser laufen. Auf jeden Fall. So, frisch in den Tag. Nochmal ein kleines Nickerchen machen, bevor wir zur Arbeit gehen. Damit wir richtig fit heute und fleißig arbeiten können. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wann geht's los? In einer Stunde, genau. Da schlagen wir alle hier die letzte Minute raus. So, aufstehen und ab geht's. Ich bin kokett. Na, na, na. Ab geht's zur Arbeit. Tschüss, tülü, viel Spaß. So, dann würde ich sagen, mit Kollegen flirten. Naja, ganz ruhig. Erstmal hier fleißig arbeiten. Wir werden uns noch ausgiebig mit der Liebe befassen im Rags to Riches, aber erstmal müssen wir uns ein bisschen hier, ne, selbst verwirklichen und schauen, dass wir wenigstens ein Dach über dem Kopf haben, wenn wir mal jemanden mit nach Hause bringen. Boah, das ist heute richtig Hitzewelle. Das sieht man ja auch immer dann an der Nachbarschaft, ne? Schaut mal. Ich weiß ja nicht. Das wäre heute, glaube ich, genau richtig, dass wir hier ein Dach über den Kopf kriegen. Aber ob wir das schaffen, ist eine andere Sache. Denn Wände kosten ganz schön viel Geld, wie ich gelernt habe.
Ich weiß, dass ein paar von euch geschrieben haben, ey, du kannst ja erstmal nur so einen Unterstand bauen, aber nein, nein, nein. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. So, inspiriert, das ist natürlich auch sehr cool, weil wir müssen hier für dieses Ziel eigentlich noch inspiriert malen. Aber ich denke, dass wir nicht heute alles hinkriegen, dass wir Wände bauen. Was haben wir jetzt wieder für ein... Ich wurde befördert, jetzt schon. Das ist ja cool. Das ist ja der Hammer. Ah, und noch eines meiner anderen Outfits. Das ist ja lustig. Das ist mein Sommeroutfit, glaube ich, bei heißen Tagen. Finde ich eigentlich ganz putzig, das Oberteil. So, mal schauen. Wir sind jetzt hungrige Künstlerin. Ja, einen besseren Titel gibt es für uns nicht, um mal ehrlich zu sein, ne? Okay, wir haben heute gut nochmal Kohle nach Hause gebracht. Das ist auch schon mal gut. Dann stürzen wir uns mal auf den Rabatttag. Gut. Bisschen Panik habe ich ja. Mal gucken. Schaffen wir wenigstens. Aber das Blöde ist echt, dass es nur der Baumodus ist, der rabattiert ist. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ja, wäre vielleicht doch eine Idee, dann mal später auf den Flohmarkt zu gehen, um da ein paar Sachen abzugreifen. Okay. Ja. Das ist schon viel Kohle, glaube ich. Passt mal auf. Also ich versuche jetzt mal hier erstmal, wie viel, wir brauchen mindestens 3 mal 3, also 3 wegen der Bettseite. Wir brauchen ja noch nicht einen allzu großen Raum, ne? Das würde ja reichen, glaube ich. So. Schauen wir mal kurz. Das Bett kommt dahin. Ich würde das ja eigentlich... Boah, das ist ja so schrecklich. Ich bin doch eigentlich da gar nicht für gemacht. Wenn ich die Wand jetzt verkaufe, bringt mir die auch wieder 60? Oh, 64. Ja, stimmt, die war ja noch angemalert. Naja, egal. Okay. Oh Gott, das ist so wenig. Und ich darf sie dann nicht daneben stellen, dann gibt es wieder Ärger. Ich hole mir erstmal diesen wunderschönen Bau hier nach vorne. Es ist ja, hör mal, herrlich sieht das aus. Aber wir könnten uns schon ein bisschen mehr leisten, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, ich möchte da eigentlich auch noch eine Lampe und eine Tür haben. Wir machen es mal noch ein bisschen größer. Und ich glaube, ich bin mal ganz dekadent und ziehe hier wirklich noch mal 2 Wände. Und Licht kriegen wir eigentlich mit den, hier mit den Glastüren rein, obwohl für eine Außenwand finde ich das immer so blöd. Obwohl, wir haben dann Licht. Machen wir es? Erstmal ja. Erstmal ja. Ist ja nicht schlimm. So, und dann das Toilettentürchen ist natürlich das günstigste. Das nehmen wir jetzt auch erstmal. Aber ich möchte das dann in weiß. Machen wir da innen, damit man das Zeichen jetzt nicht unbedingt immer sieht. Und dann kommt hier unser Kühlschrank hin. Unser wunderschönes Bett. Oh Gott. Und vielleicht ein bisschen Farbe, oder? Ein bisschen Farbe. Was möchten wir denn? Irgendwas Frisches, Knackiges. Ich glaube, dann möchte ich später wieder mit ein paar Akzenten arbeiten. Ich kann es ja nicht lassen, ne? Ich kann es nicht lassen, aber ich erstmal nicht. Das wäre auch eine coole Idee gewesen, direkt so ein bisschen die Küche abzugrenzen hier, ne? Die nicht vorhandene Küche. Dann machen wir vielleicht, okay, pass auf, wir machen das so. Hier. Und kommt hier die Küchenwand später hin. Dekadent, wie ich denke. Ich denke ja schon an später, obwohl wir da gar nicht die Kohle haben. Denn wir hatten ja gesagt, wir brauchen jetzt erstmal würde ich die Staffelei. Oh nee, da hatte ich ja gesagt mit Level 4, ne? Vielleicht. Aber wir haben ja keinen Rabatttag. Könnten wir uns schon einen Herd leisten? Ja, komm. Was Mut, dann Mut. Und vielleicht dann dazu... Jetzt werde ich richtig dreist, Leute. Jetzt werde ich richtig dreist. 200, komm, 25 mehr. Die haben wir noch hier, damit es wenigstens ein bisschen schicker ausschaut. Aber ich sehe mich eh später wieder komplett alles umräumen. Weil das ist ja echt schrecklich.
40, 30, ja komm, die sind wenigstens ein bisschen schicker und dann kann ich hier nochmal ein bisschen so modernen Flair mit dem Gelb reinbringen. Und damit wir nachts nicht im Dunkeln stehen, kommt jetzt hier noch eine Lampe hin. Oh Gott, wisst ihr, ich möchte direkt wieder auf Deko gehen, aber nein, nein. Ja, mit der Staffelei ist jetzt die Frage, aber das lohnt sich eigentlich nicht. Wir brauchen nur einmal aufzusteigen und dann können wir uns die bessere Staffelei leisten. Ich glaube, das möchte ich so laut, das sieht so trostlos aus. Irgendwie noch eine coole Wandverkleidung. Ich mag ja eigentlich so ein bisschen Industrial Look, aber ist schon ein bisschen. Ach komm, aller Anfang ist schwer und ein Dach kostet, glaube ich, nichts, ne? Boah, wir könnten natürlich auch ein Glasdach draufsetzen, dann brauche ich keine Fenster. Ach komm, wir machen, ist, kostet doch nichts, oder? Genau, ein Halbdach kostet nichts. Dann machen wir jetzt hier so ein bisschen hier einen auf modern. So. Komm. Dankeschön, Spiel. Und dann machen wir jetzt, passt mal auf, ich habe mir da sowas vorgestellt. So. Wir haben zwar nicht viel, aber wenn wir nicht viel haben, können wir trotzdem doch ein bisschen hier träumen. Und dann machen wir uns einfach jetzt hier so ein abgefahrenes Dach hin. Später wird das alles mal richtig schnieke, aber jetzt können wir ein bisschen hier zaubern. Die kosten ja auch nichts. Könnte man rein theoretisch, aber das sieht nicht so gut aus da mit dem Glasdach, ne? Das sieht da nicht ganz so cool aus. Ja, dann sieht es jetzt gleich komplett nach Fabrik aus, wenn ich das so mache. Obwohl ich ja den Look so ein bisschen haben möchte. Aber Kontrast wäre eigentlich schon schöner. Nee. Nein. Ich weiß ja nicht. Es gefällt mir alles irgendwie noch nicht so. Vom Stil her ist das alles so unterschiedlich. Bleibt jetzt erstmal so. Und dann gucken wir später mal. Wir haben ja noch nicht so viel Kohle, ne? Wir müssen ja echt noch schauen, dass wir hier ein bisschen hantieren und gucken. Wie sieht es hier aus? Die kosten auch nichts. Das ist sehr schön. Kann ich da nicht irgendwie einen witzigen Farbakzent mitsetzen? Irgendwas Abgedrehtes? Abgedrehtes und die Namen sind dunkelrot. Ja, aber wir haben ja nicht so abgedrehte Farben, ne? Irgendwie sowas. Meine kleine Fabrik. Meine Industrial Wohnfabrik mit dem nicht passenden rustikalen Briefkasten. Müssen wir uns doch den hier holen, oder? So. Herrlich. Ich würde ja jetzt lieben gern hier nochmal ein Pflänzchen hinstellen, aber ich darf ja nicht ins Debug, sonst könnte ich mir ein kostenloses Pflänzchen holen. Also ein bisschen irgendwas zum Aussehen. Irgendwas Cooles. Das ist alles zu groß. Das sind ja Bäume. Ja. Aber wir haben dann immerhin schon ein Dach über dem Kopf. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Aber irgendwas Schöneres. Sieht alles noch so nach nix aus. Irgendwas Besonderes noch machen. Aber kommt. Ich hau heute alles auf die Kacke, weil heute ist Rabatttag. Bodenbelag haben wir drin eigentlich auch noch nicht. Aber naja, dann können wir hier noch so ein bisschen machen. Na, so. Gott, ich habe noch nie so spartanisch irgendwas gebaut. Das ist ja schrecklich. So. Das Schlimmste ist, ich habe noch nicht mal einen Feuermelder gekauft. Das habe ich schon wieder vergessen. Kann ich mir den jetzt noch leisten? Mal gucken. Feuermelder. Heißt der anders? Finde ich den nicht unter. Hier finde ich ihn. Ah, super. 75. Kann ich mir nicht leisten, weil ich hier gerade so. Aber ich hätte ja noch mal einen Stuhl verkaufen können. Ich brauche doch keine zwei Stühle. So. Ich weiß, ihr sagt jetzt, ja, du hättest vielleicht auch nicht den Klimbims draußen gebracht und das ganze Gedönse. Das ist alles nicht passiert. Ja, Boden kann ich mir noch nicht leisten. Aber immerhin, ein paar Sachen haben wir schon hingekriegt und ich finde, für den Anfang ist das gar nicht so schlecht. Und wir haben ein Dach über dem Kopf. Also für den Anfang
Das ist doch gar nicht so schlecht. Und wir haben noch einen Herd untergebracht, anstatt Feuerstelle. Das finde ich eigentlich schon mal ganz cool. Dann haben wir da schon mal einen Fortschritt gemacht. So, herrlich. Sehr schön. Und ich finde, das sollten wir einweihen. Ach nö, möchtest du nicht. Du möchtest lieber erstmal einen runden Schläfchen. Ja, aber immerhin, wir haben den Rabatttag wirklich nochmal ausgenutzt, haben jetzt hier schon mal unsere vier Wände. Mal gucken, vielleicht ordne ich das irgendwie nochmal anders an später, aber immerhin kommt sie jetzt hier gut, gemütlich durch ihre erste Nacht. Ja, Caleb, ich weiß, aber ich habe heute keine Zeit. Tut mir leid, der ist aber echt der Nachtgänger hier, Party-Animal, der will ja jetzt hier jede Nacht weg. Aber so haben wir auch das gut überstanden, was die Hitzewelle angeht. Denn es ist auch nicht gut, wenn die Sims lange draußen sind, wenn es so heiß ist. Und yay, ich bin glücklich. Ja, und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt in dieser Episode. Und in der nächsten Folge geht es dann lustig weiter mit einer mega Ankündigung, meine Lieben. Freut euch, denn es geht vor allem um euch. Es geht um die Challenge, es geht um Rags to Riches, aber es geht um euch. Ich habe da was vorbereitet. Mehr dazu aber in der nächsten Folge. Ich freue mich über eure Likes, Kommentare und Abos. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Rags to Riches, Luxus pur. Man sieht es, Minimalismus nennt man sowas. Minimalismus, meine Lieben. Bis bald. Tschüss.